Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines mit, ihr habt es auch schon gehört, Vögelchen im Hintergrund. Es kam leider kein neues Update, dafür haben wir dann ja den guten alten Servin und wir haben zwei Gäste. Einerseits den Vedatta Blaze und hallo, den Servin. Der schöne Vögelchen hier macht. Und ich muss mal schauen, was ich diese... Und ich muss mal schauen, was ich diese Folge hier in der Stadt... Oh, da brennt... Ach genau, da brennt der Wald ab. Tja, und hier gab es, glaube ich, kleinere Problemchen. Also ich bin gerade der in der Zukunft gerade hier das Video schneidet. Und zwar ab hier, hat das Video komisch weiße Probleme. Es ruckelt ab hier durchgehend. Das heißt, wenn... Also in der Folge ist eigentlich nichts wie... Spannendes passiert, ihr könnt mal durchswitchen, was so passiert ist und so weiter. Müsst ihr euch nicht das Ganze wieder anschauen, weil es ist nicht so toll, daher es ruckelt. Ich weiß nicht, was passiert ist, es hat komischerweise geruckelt, die ersten Sekunden, die ersten 50 nicht. Minecraft hat vorhin überhaupt nicht geruckelt. Ich habe keine Ahnung, ich schlauer jetzt mal nach diesem Problem und schaue ich mal um. Und ja, wie gesagt, wer hier die Folge gerne anschauen will, kann es gerne tun, aber ihr könnt auch gerne rumswitchen, was ich so gebaut habe. Also ich kann mal sagen, ich habe Stadt vergrößert, bisschen gelabert, zwei Bekannte, zwei Freunde waren dabei und dann kam noch das Simon hinzu und ja, ihr könnt euch jetzt das gerne als Hörbuch anhören. Das Video ist jetzt nicht ganz so toll, aber dann weiter geht's. Zero und ja, wieder hier mal ein neues Duell und ein neues Duell zwischen zwei brennenden Bäumen. Sie versuchen sich gegenseitig das Territorium abzuschlagen. Nein. Oh Gott, Hilfe, meine Flöte. Eine Aufnahme in der Aufnahme von zwei und... Aber du hattest recht, Servin. Ich habe mal diese Abflusspumpe da reingemacht. Sieht zwar jetzt extrem blöd aus, weil da die Brühe halt so dunkel ist, so schlammig. Aber es geht. Das Wasser tritt nicht über die Ufer. Mhm. Ich hatte sogar mal einen Freund, der hat mal das Abwasser... Abwasserschleuse gleich neben... der Wasserpumpe aufgebaut. Da braucht man eine Wasserbewegung. Der hatte, glaube ich, viel Spaß mit der Stadt danach, oder? Alle vergiftet. Ja, die haben alle Dreckswasser getrunken. Naja, alle Mexiko. Was? Köstlich. Alle Mexiko. In Mexiko kriegt man Dreckwasser im Sonderrabatt. Aus dem Kühlregal. Na klar. Okay. Aldi. Muss ich gar nicht. Was? Aldi hat das beste Wasser, was Deutschland zu bieten. Frisch gefiltert aus der Kläranlage. Wenn du in der Schweiz bist, dann kannst du Wasser selbst aus dem Wasserhahn trinken, weil es ist so gut. So gut. Und nichts mit Chlor. Ja, ich glaube auf jeden Fall besser als jetzt von irgendeinem öffentlichen Brunnen im Hansapark. Werde ich niemals trinken, niemals. Habe ich mal. Da habe ich aber davor noch nicht das Schild gelesen, wo steht, dass es giftig ist, dass man das nicht darf. Ja, ich glaube, also, daher, du jetzt da bist, könnte es nicht giftig gewesen sein. Das vermute ich jetzt mal. Hat aber wehgetan. Achso. Also, das war nicht nur Wasser. Das war schon verschmutztes oder giftiges Wasser. Ach so. Also macht man einen Brunnen? Ah ja, einen Brunnen, ja. Ich dachte, so ein Wasserbecken. Also, solange du jetzt noch da bist, war es, glaube ich, nicht lebensgefährlich. Könnte ich... Nee. Ein Geist ist also bei uns. Eine kleine... Ich habe jetzt eine geschädigte Kleinstadt errichtet hier. Hab gerade einen Erfolg bekommen. Und was hast du da alles schon gebaut? Aktuell habe ich ein kleines Industriegebiet. Das Geile ist natürlich, man hat hier verschiedene Plateaus und so weiter. Auch auf dem Plateau sind die Gebiete zwischen mit Flüssen getrennt. Das Geile ist, ich habe jetzt auf diesem kleinen Ding Industriegebiet gebaut und so ein großes Gebiet mit Wohngebieten und Gewerbegebieten. Und habe dieses Industriegebiet durch die Stadt gebaut mit einer schönen Verbindung. So eine große Fahrtstraße. Und bei mir verschwinden schon wieder die Markierungen und das verstehe ich nicht. Das ist komischerweise die Skylines Standard. Ich schaue ja deine Folgen eigentlich regelmäßig, was das angeht. Und da hast du mal gesagt, eine Straße wäre nicht verbunden. Da, ja, dies, alles ist verbunden gewesen. Es ist halt einfach ein wenig verwirrlich, wie man es auch nennt.
Das sah sehr verwirrlich aus. Apropos, ich schaue deine Videos sehr oft, denn ich schaue sie nie oft. Welche? Ich habe sie noch nie angeguckt. Also doch einmal kurz. Ich kam ja erst von deinem Kanal zu Zerwins Kanal und dann schließlich zu Discord. Und was ich dann sagen wollte, du solltest mal Mods installieren. Das macht, glaube ich, das Spiel interessanter. Und ich glaube, du hast es natürlich auch gekauft, oder? Ich habe Mods installiert. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich habe Bahnhöfe, ich habe Sachen. Ich habe mir sogar fast alle DLCs dazu gekauft. Ja. Und ich wollte halt in Staffel 2 jetzt mehr auf diese DLCs und die Mods eingehen und so weiter, weil ich habe in Staffel 1 die letzten 20 Folgen locker, das waren bestimmt noch mehr, mich nur um den Verkehr gekümmert. Und es war schon traurig da. Ist natürlich es gibt eine spezielle Wasserkläranlage, sagen wir so, die 100% vom Wasser säubert. Das bedeutet, wenn du die, also das ist halt ein Mod, und wenn du die dann einsetzt, kannst du theoretisch Wasser aus dem Dreck, aus dem Dreckstümpel, den du gerade aus dem Dreck gewinnt, ja? Aus dem Dreckstümpel, kannst du dann wunderschönes, fließendes, sauberes Wasser machen. Genau. Und diese ist eigentlich eine coole Mod, eigentlich. Dann gibt es auch noch diese Müllatomizer oder wie es auch immer heißt. Aber sag mal, ich merke gerade, ich bin mir nicht sicher, ob dein Abflussbecken hier so gut funktioniert. Denn die Stadt macht jetzt mehr Abfluss und der Pegel steigt. Das Frachtschiff liegt schon unter Wasser da drin. Und das steigt bald auch. Schon unter Wasser. Echt? Weil das Ganze unter Wasser oder auch teilweise? Das war die ganze Zeit unter Wasser, glaube ich. Weil aktuell versinken schon Bäume da drin. Und dann ist es nicht gut. Ich würde das... Und der Steg. Und jetzt läuft schon über einen Rand rüber in die Stadt. Oh, Igitt. Oh Gott. Aber es gibt so viele Mods einfach. Das ist so. Ich wusste das nicht. Naja, ist nicht so schlimm. Ich baue es hier hin, dass es einen schönen Flussbett durch die Stadt bekommt. Und wie lang wird die Folge? 15 Minuten? Kommt drauf an. 15 Minuten, eine halbe Stunde, 14 Minuten. Je nachdem, wie arg ich mich im Spiel verliere und dann. Ja. So, ich habe jetzt mal diese Dings weggebaut. Tja, das Geile ist natürlich, jetzt habe ich ein schönes Becken, das lila ist und... Oh Gott, nein, oh Gott, was mache ich denn hier für Müll? Und nochmal für die Zuschauer, ich habe zwar einen YouTube-Kanal, aber noch keine Videos, werde ich vielleicht in der Zukunft machen. Vielleicht... Aber mein Internet ist so ranzig, das ist eher ein Traum. Ja. Das ist eher ein Traum. Also für Dataplace und Servin packe ich in die Videobeschreibung. Da kann man mal gerne nachschauen. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Das Schlimme ist, jetzt verpest ich gerade die ganze Stadt. Das ist doch cool. Das ist ein böser Bürgermeister. Chernobyl-Simulator. Ja, ich fühle mich gerade wie in... Drecksloch-Simulator. Nee, wie in China. Drecksloch-Stimulator, ein perfekter Name für diesen Tümpel. Das Drecksloch. Der perfekte Untergangssimulator 2016. Kauft sie jetzt oder keine Ahnung. Ich kenne sogar einen Simulator, eher in so einen Simulator verarscher. Und okay. Das ist Flüchtlingssimulator. Ah, okay. Also geht es darum, was? Flüchtlingsheime aufzubauen und sowas. Eigentlich ganz schön sowas. Ist das... Ja. Sind die Nazis schon eingebaut? Nazis? Nee. Ja, wenn... In jedem Spiel braucht es Gegner. Na, das sind doch nicht die Gegner. Die Gegner, Gegner ist man selbst. Man spielt den Gegner. Aha. Okay. Wisst ihr eigentlich, wie man verdrecktes Leitungswasser hier in CSGO wieder sauber bekommt? Mit einem Wasseraufbereiter. Den kannst du, glaube ich, bei Wasser kaufen. Also, kaufen. Wasseraufbereiter? Das war schon automatisch drin. Ich glaube, weit hinten. Man sieht's, es ist Obst im Haus. Frischweißaustritt. Ich habe nur die Mods. Was? Also, es sollte so ein braunes... Nein, nicht das. Denn ich habe aus Versehen
diese Güllegrube, wo die Gülle rauskommt, aus Versehen zu nah an der Wasserpumpe hingestellt. Sie hat einfach mal das leckere Wasser eingeschluckt und hat es jetzt in jedem Haushalt verteilt. Jetzt steht natürlich überall, dass die Leitungen verdreckt sind. Ich habe die leichte Vorstellung, dass die einzigen, die das Video gucken, ich, Zerwin, du und Valentino sind. Und vielleicht noch der Schwabe. Das könnte sein. Was mir aber überhaupt nichts ausmacht, oh nein, die arme Stadt. Nein, sie stirbt. Ich glaube, ich muss vielleicht nochmal. Sie nicht leiden, oder was ist da los? Bestimmt leiden. Den Simon, kannst du den nicht leiden, oder? Doch, klar. Allen hast du mit Namen angesprochen, außer Simon. Ja. Hast du noch gesagt, der Schwabe. Der hat so einen langen Namen. Ach so! Ich bin doch doof. Abwasserstau. Hier der Schwabe, Anführungszeichen, der war eben gerade noch auf dem Musikerkanal, wo ich auch drauf war. Nur, er konnte nicht reden. Ich habe da noch seine Eltern, glaube ich, gehört und die haben da gestritten. Mit dem Simon. Simon de Sue. Ich bin vollkommen bekloppt, denn ich habe gedacht, die ganze Stadt stirbt, weil die Pumpe da Dreckwasser eingeschleust hat. Nein, ich bin so dumm und habe die Abwasserpumpe nicht angeschlossen. Weißt, was hilft? Bau 50 Atomlager. Atomkraftwerke? Und Atomraketen irgendwo hin und dann ist gut. Was? Nee, ich nehme da lieber Meteoriten, das geht auch schnell. Ja, Meteoriten sind 80-fache von einem normalen Rakete, ist klar. So. Und natürlich noch 50 Atomkraftwerke in jedes Dorf. Das muss sein. Ein Busbahnhof. Ich glaube, ich baue mal so ein kleines Busdepötchen, dass ich hier dann ein bisschen rumfahren kann. Das wäre eigentlich voll praktisch. Nenn die Busfahrt Zerwin Lines. Nein, Spaß. Die Zerwin GmbH. Ah, hallo Simon. Ah, ist noch nicht da. Fahren Sie schnell und verspätet. Hoi. Simon. Nein. Es ist mit der Schweizer Pünktlichkeit, ja? Mit der Schweizer Pünktlichkeit. Natürlich. So. Fahren Sie schnell. Mit Verletzte. Schnell, vor allem. 30 km/h. Das Auto ist schnell. Ah, ja. Aus dem Wasser. Was ich manchmal merkwürdig finde, in City Skyline. Der Regen theoretisch fällt normal. Also in der normalen Geschwindigkeit, wenn man das so normal macht, oder? Aber die Bauwerke, die Häuser, werden richtig schnell aufgebaut. Das heißt, wir sind hier in einem Paralleluniversum. Ah, wir sind in einem Paralleluniversum. Ist es Jonas da? Oder was knackt da so? Simon. Hallo Simon. Oder? Wie geht's? Ist er da? Ja, Simon. Ich wurde besiegt. Ist doch schön. Guten Abend, Simon. Willkommen in der City Skylines Aufnahme. Herzlich willkommen. Du kannst gerne da bleiben. Bleibe da. Geh nicht weg. Sonst wirst du verknastet. Genau, ich wollte einen Weg bauen. Fahrradweg ist nicht, weil da kann nur Fahrrad fahren. Ich nehme gerade City Skylines auf. Bleib ruhig da. Du bist willkommen. Kannst du einen Park designen? So mit kleinen Wegen und daneben so ein paar Bäume, so wie alleemäßig. Ja, und doch verlassene Häuser. Oh, das wird ein Special. Ja, und doch so ein Friedhof. Ist eigentlich ganz schön. Ein Erlebnispark baue ich jetzt. Das verlassene Häuser, Friedhof. So, ich habe nämlich schon in der alten, auf der alten Karte so einen Windpark gebaut. Das wollte ich jetzt nochmal machen, weil das ist dann doch ein bisschen schön. Hast du eigentlich auch das DLC mit den ganzen Stimmen, Meteoriten und sowas? Ja, das Natural Disaster DLC. Ich hab Snowfall, Dark Falls, falls man das so nennt, und After Dark habe ich und Natural Disasters mit den Meteoriten und so weiter. Ja, das ist aber auch ein bisschen nervig, oder nicht? Es geht, also ich muss kurz mal eine kleine Geschichte erzählen, und zwar Seven hat mir eine Karte gemacht, da kam dann leider eine gigantische Flutwelle, angerollt hat die komplette Stadt blattgewalzt. Daraufhin hat der Seven mir jetzt eine neue Karte gemacht und die, also da traut sich nicht mal ein kleines Wellchen anzutreten, denn
diese Brandung. Das ist wirklich eine Klippe, die zerklatscht jede Welle. Und wie hat jetzt Servin die Maps da gemacht? Es gibt in City Skylines einen eigenen Map-Editor. Da kann man eigene Gebäude erstellen und Karten und so weiter. Und da haben wir jetzt nochmal eine gemacht. Ja, Gebäude kann man da auch selber erstellen. Wie, war Servin? Ja, ich glaube schon. Nee. Wie bitte? Internet. Der hat es mir nur geschickt, den Link, da habe ich es runtergeladen. Ach so. Ah, okay. Ja. Aber ich glaube, Gebäude kann man selber auch hier erstellen. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Und was ich noch kritisieren muss, ist dieses Snowfall ist ein bisschen schade gemacht, weil viele Leute haben sich auch vorgestellt, dass es mit diesem DLC so einen richtig realistischen Tagesablauf gibt und Wetterablauf, dass es mal in diesen Monaten schneit und so. Allgemein mit Monaten und so. Aber leider war es dann nur eine neue Map. Nee, es war nicht eine neue Map. Mit dem Snowfall, gell? Redest du ja gerade, oder? Ja. Beim Snowfall kam nicht nur eine Map hinzu, sondern mehrere Schneemaps. Aber das Interessante ist auch, mit Snowfall kam halt auch dynamisches Wetter rein und so weiter. Besseres. Damit kamen auch noch Nordlichter rein. Also. Genau. Ja, genau. Und ja, aber natürlich. Hast du schon Nordlichter gesehen, sag mal? Ja. Ja, hab ich. Ach, cool. Aber nicht jetzt im Spiel. Das ist schön. Abwasser. Das Problem ist aber, dass jetzt kein Schnee auf einer normalen Gras-Map vorkommt. Ja, das leider nicht. Das haben sie verbockt. Leider. Sehr leider. Ja. Und das Doofe finde ich auch, dieses DLC stört die normalen Karten. Denn auf den normalen Karten, wenn man da dieses DLC anhat, und es Nacht wird, wird es automatisch kalt, auch auf der normalen Karte. Es wird kalt und dann geht man in den Minusbereich rein, weil alle eine Heizung brauchen und es kostet Strom. Und so bin ich die ganze Zeit im Plusbereich, ohne diesen DLC. Das ist mir mal aufgefallen, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Was man da fabriziert hat. Ja? Als du in der letzten Folge, kann ich mich auch noch erinnern, Stromprobleme hattest, hast du ganze Zeit neue Anlagen gebaut, anstatt den Regler ein wenig hochzustellen. Ja. Das wäre, glaube ich, ein wenig billiger gewesen, oder? Teilweise. Eigentlich ist Regler hochstellen auch teuer. Das stimmt, zahlst du ja im Monat. Ja, dann theoretisch einmal bezahlen und dann weniger bezahlen, ne? Ja, wie ist so ein Handyvertrag? Einmal. Hört ihr mich jetzt richtig? Hab ich da? Ja, ja. Vorhin. Ja, so warum baue ich eigentlich Straßen ohne Gras? Komisch. So, da muss ich hier noch mal ein bisschen da Dings machen. Aber es gibt doch echt viele kleine, schöne Mods, wo man kleine Parks machen kann und das ist noch ein bisschen realistischer. Ja. Neues Drang. Das ist schon. Hab's, ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob du bei den Straßen ein paar Bäume ersetzen könntest? Ja. Da gibt's ja diese Allee-Teile. Ich hab mir schon. Hab ich doch schon. Nee, hab ich noch nicht. Hast du schon? Nee, hab ich noch nicht. Das seh ich grad. Aber ist mal ja auch noch. Okay. Irgendwann. Wenn ich da. Irgendwann. Folge 200.000. Natürlich. Wenn ich auf den Gedanken komme, werde ich es demnächst. Wahrscheinlich machen. Und dann da. Strom. Ach, ich könnte hier eigentlich das Ding abreißen. Ach ja. Ich bin mal gespannt, wie die Stadt irgendwann mal runtergeht. Man kennt mich auch als Tanzverbot. Da bin ich auch. Natürlich. Der einzig wahre Tanzverbot. Vor allem das Schlimme ist, es gibt ja nicht nur Tanzverbot, diesen Heini, sondern auch noch Rauchverbot. Und wer ist das? Seine Schwiegertochter? Schwiegertochter gesucht. Nee, ich habe den Großmutter. Ich habe den zwar noch nie angeschaut,
diesen Rauchverbot, aber ich kann mir schon denken, dass der eventuell genauso schlimm ist wie der andere. Es gibt sogar ein Tanzverbots-Leibwächter. Das ist irgend so ein Heini, der alte Omas beleidigt. Okay. So die Marmeladenoma einfach. Ich gebe ihm eine Ansage, Mann. Alte Marmeladenoma. Das Interessante fand ich aber, der Dings hat dem Gronkh so eine Ansage gemacht, dieser Tanzverbot. Und danach, nach dieser Ansage, hat er sich bei Gronkh auch wieder entschuldigt. Bei Gronkh kannst du nichts machen. Nein. Geht nicht. Ja, aber danach hat er sich halt wieder entschuldigt bei Gronkh. Der Schlauch 1 da. Kann ich da ein Windrad? Gerade Gronkh, weißt du? Der spendet. Der kleine Hunde adoptiert. Ja. So, das der Geile ist. Aber auch einen Haufen Geld. Das muss man ja auch noch sagen. Ja, das auch. Ich habe gerade ein Wasserwindrad in einen Bach gestellt, wo fast kein Wasser läuft, aber dafür genug Wind da ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Ah, und jetzt kommt das Boot wieder zum Vorschein. Wahrscheinlich ist ein Ausfluss da drin in dem kleinen Becken zu klein. Kann ich da alles raustransportieren. Deswegen gab es gerade eine kleine Überschwemmung. So, jetzt müssen wir mal da schauen. Ah ja, nee, Moment. So, ja, ist schon unter Wasser. Wirst du auch auf Agrar gehen unten? Also unterhalb von der Map gibt es ja ganz viele Agrarflächen, habe ich extra ganz normal gestellt. Ja, da werde ich dann auch mal... Danke, dass du es sagst. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber ja, ich werde dann noch auf Agrar gehen. Nicht umsteigen, aber gehen. Okay, ja, dann passt das ja sehr gut. Dann müsstest du da auch aber ganz viele Redneck-Dörfer machen. Redneck-Dörfer. So kleine Dörfer, ja, da mache ich so Hinterwälder. Ja, diese kleinen Mini-Häuser. Ja. Das wäre gut, wenn es da auch Mods gäbe, so Trailer. Ich glaube, es gibt schon viele, es gibt schon sehr viele Mods. Ich glaube, du wirst sogar finden, wenn du mehr gibst. Huch. Eine große Kleinstadt. 6000, jetzt habe ich 2x2. Nochmal so ein Ding. U-Bahn habe ich jetzt und so weiter. Bürogebiete kann ich jetzt bauen. Ah ja. Oh, Bürogebiete. Ich habe mal bei City Skylines, habe ich mal die ganze Welt. Also ich habe mal alle Fabriken abgeschafft, sagen wir so. Und mal nur Bürogebiete gemacht. Hat es funktioniert? Es hat fabelhaft funktioniert. Auch ohne Fabriken kann man. Ja. Ich habe ja hier das Ding gekauft. Oh Gott. Ich habe ja letztes Mal so eine weitere Karte gebaut und so weiter. Und... Sorry. Es tut mir so leid. Oh, Freunde der Nacht. Was machst du eigentlich gerade, Simon? So schön ist das. Ah ja. Die kleinen Röhrchen da. Ja, Freunde, ich hab viele Elektronenröhren. Okay. Das sind über 20 Stück. Oh Gott. Oh. Stardom habe ich leider noch nicht zur Verfügung. Was hast du? Röhren. Also Röhren für alte Dinger. Oh, ich hab Stromprobleme. Radio oder starke Röhre habe ich halt. Also nicht die Röhren von Super Mario, sondern... Die Radio-Röhren. Also, wie soll ich das jetzt erklären? Das sind die Dinger, die Vorgänger von den Transistoren sind, das so. Für den habe ich eine ganze Menge. Oder braucht jemand von euch eine Siemens EM84? Aktuell leider noch nicht. Ja, sieht gut aus. Magisches Band. Fax ist rüber. Ja, 120 Watt. Wisst ihr überhaupt, was ein magisches Band ist? Nein. Ich werde mal ganz schnell im Privatchat gucken. Wie schickt ihr jetzt gleich alles? Okay, dann schick's mal. Das Interessante ist, auch durch dieses Industriegebiet kriege ich eigentlich nicht so wirklich Stau in der Stadt, was verblüffenderweise komisch ist, weil eigentlich sollte eigentlich voll... Das ist ein magisches Band. So. Industriegebiet? Ich würde sagen... Also ich habe in der Nähe auch ein Industriegebiet in Real Life, wenn es Leute noch kennen. Okay. Und da ist nichts los. Nicht. Ah ja. Bei uns auch. Ziemlich ist ausgestorben, also, oder? Bei uns ist es so grün, wie als gäbe es gar keine Industrie. Wir haben etwa 6-7 Fußballplätze direkt am Industriegebiet. Okay.
cool. Sind schon viele. Ja. Habt ihr das gesehen, das magische Band? Da wisst ihr jetzt, was es ist. Ah, ich schau's mir später dann an. Aktuell kann ich leider nicht. So, dann muss ich hier noch ein paar Straßen hinbauen und so weiter. Dann bin ich mal gespannt, ob hier die Stadt wieder mal ein paar Problemchen mit Stau bekommt. Die Röhre sehen jetzt so aus. Das sind die Röhre. Ah, scheiße, jetzt ist es doch wackelnd. Das spielt gerade ein bisschen. So, das sind die Röhre davor. Moment, nein, da kommt gleich die Röhre dazu, was das für eine ist. So sieht die aus. Weißt du, du kannst jetzt Büros machen, oder? Ich kann jetzt Büros. Jetzt ist natürlich die Frage, daher ich jetzt Wohngebiet habe, Industriegebiet, soll ich dann diese große Fläche mit Bürogebieten vollklatschen? Ich würde nicht mal eine Fläche machen, ich würde es tatsächlich ein wenig verteilen. So ganz viele kleine, würde ich sagen. Also kleine Bürogebiete mit Industrie vermischt. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Das geht eigentlich schon, aber ich glaube, ich mache hier so eine Hälfte. Ich ramme mal kurz noch so eine Straße hier durch, das bedeutet, der untere Teil wird also Industrie sein, der obere, halt dann da. Ja. Dings. Eins kann man sagen, beide bieten Nachteile. Das erste, also das Gelbe, verschmutzt die Gegend und das zweite, macht riesen Lärm, also ich würde Bürogebiete nicht unbedingt neben Wohnorte packen. Oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Bürogebiete mache ich nie neben Wohnorte. Ups, das war reißig, hat er gesagt. Oder diese riesen Einkaufszentren. Okay. Machen nicht Industriegebiete auch extrem viel Lärm? Nee, ich glaube nicht so viel, oder? Ja, weiß ich nicht. Du hast so ein Feld, wo du das anschauen kannst. Das weiß ich. Da muss ich halt noch Industrie-Dings beide Parteien bauen. Also Industrie habe ich ja schon mal, aber ich muss dann noch halt Büro bauen, dass ich da dann mal schauen kann. Nee, ich mach das Ding raus. Ja, dass ich mal schauen kann, welche Partei mehr leer macht. Kannst du ein Haus, also eine Firma oder was auch immer das ist, in Servins Kredithai GmbH umbenennen? Servins Kredithai GmbH. Könnte ich mal... Ich schau mal, ich suche mir mal kurz eine raus hier. Eine schöne da. Ach, ja, am besten so verrottet und hässlich wie nur möglich. Servins Kredithai GmbH. Gibt's da noch eine Poststelle? Vielleicht als Mod. Wäre eigentlich interessant. Aktuell glaube ich also nicht. Also ich glaube, das könnte man als Bürogebäude machen. Würde ich auch sagen. Das würde... Oder es steckt schon drin als Bürogebäude, sowas. Das weiß ich nicht. Aber es müsste vielleicht dieses Ding als Mod geben. Aber so im Spiel jetzt intern, glaube ich, gibt es so eine Postings nicht. Schätze ich. Ich weiß nicht. Bin leider kein Anwalt, so. Ich weiß auch nicht, ich mach gerade irgendwie Schönbauer. Ach ja. Ist natürlich auch cool, wenn ich das hier so mache. Manchmal zoome ich richtig nah ran. Okay. Und baue dann einfach so, einfach Straßen hin. Dann wenn man rauszoomt, dann sind sie so verwackelt und irgendwie komisch. Aber ich mag das irgendwie. Okay. Das ist irgendwie ein wenig naturhaftig irgendwie. Ja, das ist dann schon naturhaftig. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das geht dann schon irgendwie hier mit den Straßendingern, so wie ich es eigentlich vorhatte. Dann baue ich das hier nochmal. Ach ja. Das heißt, hier mache ich jetzt noch solche schrägen... ich will kein neues Land kaufen. Dankeschön, Spiel. Ich bin zu reich dafür, ich brauche kein neues Land. Ich mache es lieber so wie China. Bett. Und bauen alle Menschen in einen Quadratmeter reinstopfen, oder wie? Ja. Natürlich. Alle Menschen in einen Quadratzentimeter reinstopfen, das müssen wir machen. Was schaust du die gerade an? Ich schau mir nichts an. Nee. Was denkst du? Aber überhaupt nicht.
Oh, Alter. Das so. Ist so ein Tanzverbot-Soundboard, was ich mir gerade installiert habe. Aha. Tanzverbot-Soundboard. Schlimm, dass es überhaupt sowas gibt. Ich frage mir aber auch, wer... sowas entwickelt. Ausraster. Boah, fuck, Werbung. Lustiges und Kommentare gibt's da. Ich glaube, ich und Simon werden heute ausrasten. Oh Gott. Nein, nur Spaß. Eieiei. Ach, das wäre eigentlich voll geil. Ich glaube, ich baue dieses große Gebiet hier mit diesen gigantischen Straßen. Ihr wisst gar nicht, wie niveaulos das Video sein wird mit den ganzen Tanzverbots-Sounds. Eben, bitte hör auf. Das Niveau sinkt jedes Mal. Keine Sorge, es gibt ja auch noch die Funktion Schneiden. Oh, stimmt. Mist. Wird wahrscheinlich alles, was ich gesagt habe, geschnitten. Ja, nicht alles. Wenn alles geschnitten wird, was du bis jetzt gesagt hast, geht die Folge, glaube ich, nur 5 Minuten. Und ich hoffe, die läuft flüssig, weil da steht gerade, dass irgendwas überlastet ist. CPU-Auslastung, oder wie? Ja. Ich bin mal gespannt, ob es flüssig geht. Hoffe ich. Aber das Komische ist halt, es steht gerade zum ersten Mal durchgängig da. Seit ich halt vorhin Minecraft aufgenommen habe. Minecraft, erschieß mein PC! Nein, das war ich eigentlich, weil mein Minecraft-Skin ist zu dick. Ach so, ja, gut. Dann. Ach ja. 80. Naja. Wenn die Folge toll ruckelt, ist dann nächste halt zerstörte Folge. Eine kaputte Folge. Die verruckelt. Oder die Tanzverbot-Folge. Oh, bitte. Ich kann den Namen schon nicht mehr hören. Wer spielt Minecraft Pocket? Kein Spieler, aber es gibt viele, würde ich gerade sagen. Ist eigentlich ein schönes, nettes Spiel für zwischendurch. Muss man jetzt nicht durchgehend spielen, es ist auch ein bisschen blöder ohne Tastatur und so weiter, aber... Ich hab's mir mal gecrackt für Handy geholt. Okay. Android, oder? Ja. Da gibt's ja meistens mehr Cracked. Bei iOS auch, da muss man nur das Betriebssystem jailbreaken und dann hat man auch lauter gecrackte Dinger. Kann man auch so Drittanbieter-Apps und so weiter installieren. Das würde dann auch eigentlich tadellos funktionieren. Ach ja. Aber ich glaube, das macht eigentlich nichts, wenn das Video eigentlich so verruckelt ist, denn viel gibt's ja auch nicht zum Bewegen. Ich baue eigentlich gerade nur, da passiert ja nichts Spannendes. Eine Folge für zwischendurch. Ich muss jetzt essen gehen. Also. Viel Spaß mit der Folge. Okay. Nein, ich hab nicht genügend Geld. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wer geht jetzt? Der Seven ist gegangen. Und ich hab nicht mehr genügend Geld. Schade. Das ist ein Verlust. Verlust des Teams. Ja. Also ich glaube, wenn da sämtliche Röhren mal zu Glasbruch gehen, kann ich locker einen Altglas-Container füllen. Okay. Also es ist wirklich so ein riesigen Altglas. Schmeißt du es dann weg oder verkaufst du es? Ich kann nicht mal schon das Bild schicken, wie es gerade in meiner Schublade unten ist, wo ich gerade Das kannst du gerne machen. Ich glaube, ich brauche noch mal eine neue Müllabfuhr, kann ich mir aber glaube ich nicht kaufen, weil ich ja kein... Ach, jetzt habe ich wieder Geld, gut, dann mache ich es halt. So. Ah, ich mach's gleich. Okay, da fahren die neuen Müllcontainer weiter. Und wir sind auch schon bei 34 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von City Skylines hier mit dem... Oh Gott, das staubt immer.
Tja, und das Geile ist, hier hinten fehlt komischerweise auch wieder was vom Ende des Videos. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen mit der schrecklichen Folge. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da passiert ist, warum es ruckelt und so weiter. Ich schaue aber wirklich gesagt nach, was dort passiert. Und deswegen würde ich nochmal im Namen von allen sagen, tschüss und von mir auch nochmal tschüss. Und damit danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von CSGarnets wieder. Schalt bitte ein. Ich hoffe, da kommt der Fehler nicht nochmal. Deswegen, gell? Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Citizens behave. It is really just trying to bring as much realism as possible, but making it more fun than it actually is in real life. Maybe this sounds kind of weird, but